Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Wir sind hier in Tarant angekommen. Wir sind bereits drei Personen: Sock, Virgil und ich. Die große Stadt Tarant ist wirklich eine große Stadt. Also, wenn ihr euch hier die Karte so anschaut, da geht es doch um einiges weiter, noch in alle möglichen Richtungen. Dieser Teil hier ist am Anfang, glaube ich, noch nicht begehbar. Da werde ich erst gar nicht hingehen, da werden wir am Anfang noch gar nichts brauchen. Aber dieser Teil hier ist interessant. Da fängt die richtige Stadt, also das da hinten ist das Armenviertel, beziehungsweise das Verbrecherviertel oder was weiß nicht was. Also da kann man schon durch, also in die Richtung kann man durch, um die Stadt zu verlassen. Und man kann weder nach da noch da rein, soweit ich mich erinnern kann. In diese Richtung hingegen gibt es ganz, ganz viele ganz, ganz tolle Sachen. Hier haben wir einen Friedhof, hier haben wir gewisse Etablissements. Andere Sachen, noch mehr Zeug, da haben wir einen Zug, der uns von A nach B bringen kann. Oh, wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Ah, oh ja, doch, doch, es gab diesen Spezialwaggon für Magier, der besonders abgeschirmt war oder so. Aber ich glaube, ab einer gewissen Stärke Magie bringen sie einen nicht mehr von A nach B. Es gibt hier nur drei Städte, die damit verbunden sind, also so gesehen ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir haben tatsächlich eine U-Bahn. Das finde ich besonders cool. Dann haben wir das Universitätsviertel. Da haben wir ein großes Gebäude. Das werden wir uns auch noch genauer anschauen. Hier haben wir Lagerviertel, also Industriezeug. Da hinten gibt es da auch irgendwas? Nein, schaut nicht so aus. Keine Ahnung, ich glaube, da hinten war ich nie draußen. Aber hier, genau da. Vor jeder Stadt gibt es so einen Wagen mit so einer Zigeunerin. Ich sag da Zigeunerin, ich glaube, das ist kein richtiges. Ich glaube, so sollte man das nicht sagen. Das ist politisch nicht korrekt. Die einem magische Dinge identifiziert. Und hier gibt es ein Haus. Das ist auch ganz nett. Ich glaube, das führt in die Kanalisation, soweit ich mich entsinnen kann. Ja, noch mehr Lagerhäuser, da gibt es zwielichtige Gestalten, die wir da treffen werden und so weiter und so fort. Anyway, wir sprechen jetzt zuerst nochmal mit Sock und mit Virgil über die Gegend. How can I help you? Let me see your things, can I ask you something? Can I ask you something? What do you need to know? I'd like to know a few things about you, Sog. Ah, okay. Das war das. Das interessiert mich nicht. What do you know about this place? Huh? He squints, wobbling a little. Looks like Tarant. I think we should stop by Grant's Tavern. Ah, over on Kensington, I think. Best wine in the sea. Oh, there's always Caleb Malloy's in the boil. But you got to be careful over there. Okay. Virgil, ich hoffe, du bist auskunftsreicher. Could you heal me? Nein. Can I ask you some other questions? What can I answer for you? What do you know? Do you think we should do now? Nan, what do you know about this Tarant? Place? I don't know much about the place. I don't much like cities. Always feel so crowded, hedged in. I'd rather not say any more about it, really. Okay. Na gut, sehr viel hat er nicht zu sagen gehabt. Ich weiß, wir müssen in Tarant irgendwie den Brief vom, einerseits den Brief vom Joachim kriegen, in der, irgendwo, wo es halt die Telegramme gibt, und wir müssen den Besitzer
von dem Ring finden. Und zwar, indem wir bei P. Schüler und Söhne die Information kriegen. Oder auch nicht. So, Geld haben wir 100 Goldstücke. Das ist okay. Sir, it is a good day. I'm new here. Could you help me? Of course, sir. What may I help you with? Where is P. Schüler and Sons located? Well, that one is a bit difficult to find. It is. It backs up to Grimson Way, but its door is on an alley off of Devonshire Way. Okay. Is there any work to be had around? You would have to ask around for any employment opportunities. I'm not aware of any per se. Thank you for your time. Na gut, sehr viel hat uns der keine Auskunft geben können. Das heißt, das war nicht so wie der Typ Steam Rail Station A, West Garillion Bridge. Huh? Flying Machine Rumors Quelled. Read it more. Read it here. Ah. Okay, der hat eine Zeitung. What can I do for you, sir? Let me see your newspapers. What newspaper are you looking for? Please give me today's paper. Tell me the headline of today's newspaper. I would like to... Headline. Flying machine rumors quelled. Do you want to buy this newspaper? Paper? Natürlich. That would cost 2 coins, to be exact. Have you got the coins for it? Without a doubt, good sir. Okay. I'm most appreciative. Achso, ja stimmt, dieser Stab, den müssen wir auch irgendwie loswerden. Toronto Newspaper. Lesen, lesen, lesen. Flying Machine Rumors Quelled. Learned Mage Speaks Out. As of late, there have been many rumors concerning the sightings and indeed the very existence of what have come to be called heavier than aircraft. Many of these accounts describe crafts that are bird-shaped and create quite a clamor. Because we here at the Tarantian have received so many letters concerning these sightings or phenomenons, we decided to consult an expert in the field, Master Mage Krollos Ratchercliffe. He is a master in both the colleges of air and conveyance. When asked about these mysterious craft, Master Ratchercliffe informed us that such a contrivance was simply not possible, and he supplied us with the following. Even a commoner knows that birds' bones are hollow and filled with air. Even so, does it not have to exert itself greatly? Even the best of those wretched new engines wouldn't have 1/10 the power needed. No, I'm afraid that the only way the common man can achieve flight is through the use of one of those most dangerous and inconvenient lighter-than-air ships, or through the rigorous study of magic. We at the Tarantian thank Master Ratchercliffe for sharing his thoughts and insights concerning this. Okay, es gibt eine tax increase. The Parliament is again considering raising the levy of incomes in Tarant by another 2 coins for every 100 earned. The Speaker has refuted all public criticism of the increase by citing the importance of public works projects currently underway. Tja, die Leute sind nie glücklich über Steuererhöhungen. Okay. Na gut. Wir könnten sie gleich wegwerfen. Ich glaube nicht, dass wir sie brauchen werden. Wir könnten auch diesen Stab wegwerfen. Ich glaube, den kauft keiner mehr. Hm. Eine Suede Jacket.
Vielleicht sollten wir in der Stadt tatsächlich eher was Hübsches anziehen. Naja, wobei so hübsch ist das dann auch wieder nicht. Na gut, aber hier sind Namen. Langston Road und Electric Light. Hä? Kensington Broadway. Okay. Da ist ein General Store, der natürlich zu hat mitten in der Nacht, ist eh klar. Links, rechts, geradeaus. Wohin deswegs? Schauen wir mal, kann man das sehen, wo man hinfährt? Ah, nein. Wir müssen uns die Sachen anschauen, bevor wir sehen können, was es ist. Wir könnten natürlich einfach nach links raufgehen, Richtung Friedhof. Der ist in der Nacht auf jeden Fall das Beste. Da ist ein Typ. Wir brauchen zaubermäßig das, was unsere Schönheit erhöht. Ich glaube, das hilft auch. Human City Dweller. Na, schauen wir mal. I what? Ah, okay, er must be off. Ich glaube, wir sind nicht böse genug für den. Da gibt es immer welche, die irgendwelche seltsamen... Yes, what can I do for you? May I ask you a question? For you, sir. Any news from high society, sir? Have you heard about P. Schüler and Sons, the infamous jewelry dealers on Devonshire Way? It's said that strange things go on behind their doors at night. Okay. Das klingt gut. Is there anything else I can help you with? I'm leaving now. Na gut. Ah. The Pettibone Residence. Mal schauen. Locked. Alles zu. Um diese Uhrzeit. Vielleicht finden wir irgendwo ein Gasthaus. Pickwick Alley und Langston Road. Wenn wir die anklicken, geht es dann besser. The Willowsby Residence. Na schon, da können wir rein. Friedhof ist nicht zu in der Nacht. Oh, da sind noch Soldaten. Das möglichst nichts passiert. Rest in peace. The lock on the store is missing. Was? Mist. The lock on the store is missing and it appears as if it has been recently pried open. Na sowas. The cover of this matchbox reads, "Visit the Wellington, the finest gentleman's club in all Tarrant. Located at 77 Vermilion Road." Okay, das nehmen wir doch glatt. Da hat jemand diesen Dings ausgeräumt. Das ist aber nicht nett von ihnen. Da irgendwelche Sachen zu beschädigen. 5/11/1804. Here lies Renford A. Terwilliger, author and historian. Das ist locked. Da kann man nicht so einfach rein, ist eh klar. Grim death took him without any warning. Was? Well at night. Dead in the morning. Das ist gut, der Spruch. Und da? Quoth the Raven, nevermore. Okay. Wir machen Anleihen an Edgar Allan Poe. Here lies my love, here lies my heart. Ja, schnulzig. Ich muss Schokolade essen dafür. Eat, drink and be merry, for tomorrow you may die. Das reimt sich aber nicht. This spot is the sweetest I've seen in my life, for it raises my flowers and covers my wife. Oh, here lies an artist, all dressed up and no place to go.
Earth this casket keeps, and the sunbeams long to linger, where our sainted baby sleeps. Oh, naja. Beloved Mother. Okay, also hier scheint es nicht allzu viel zu geben. Soll sein. Wir gehen wieder raus. Auf jeden Fall in irgendeinem Gentleman's Club. Dürfte irgendjemand sein. Die Widows Be Residence. Und hier ist auch offen. Gehen wir mal da rein. Was auch immer da drinnen ist. Hey, ein Halboger. Hello, sir. May I help you? Might I ask who you are, good ogre? Yes, of course. I'm Lorem. I'm an employee of Mr. Edward Willisby, in whose home you are currently standing. I see. Is Mr. Willisby at home? No, I'm afraid Mr. Widowsby is currently in Caledon on some important business for the Tarentian Industrial Council. I'm sure he'll have some time to speak with you when he returns. Okay, ein Ratsmitglied also. When will he return? I'm not sure, but feel free to stop by any time. I'm always here watching over things. Na gut. Der ist also noch nicht da. Irgendwann einmal. Ja, da gibt es eine Gasse rein. Schauen wir da mal rein. Sollten uns die Gegend genauer anschauen. Ah, stimmt, da waren wir eh schon vorhin. Da ist dieser Typ gestanden, ganz vorne. Da ist noch ein Dings. Devonshire, warte mal, Devonshire Way war, glaube ich, irgendwas, oder? War das in der Devonshire Way? P. Schüler und sonst. The Garinsburg Residence. Dürfte eher das Reichenviertel hier sein, hm? Unlocked. Nur dann rein mit uns. Hey, und noch einmal ein Oger. Der nicht mit uns sprechen will. Talk to me. Okay. Okay. Da ist eine Zeitung. Hallo? Können wir sie nehmen? Wieso nimmst du sie nicht? Oder liegt das daran, dass der Ogre hier steht? Ach, gib Pfeif drauf. Er braucht schon die Zeitung. Wir kommen am Morgen wieder. Okay. Warte mal, aber wenn das da... Das ist der Devonshire Way. Aber der Eingang ist nicht am Devonshire Way. Sondern irgendwie abseits, haben sie gemeint. Schauen wir mal. Ja, da kommen wir wieder ganz vorne hin. Kensington Broadway. Devonshire Way. Okay. Was ist mit dir? Hello, it is nice to meet you. Hello, sir. Might I ask you who you are? The man is looking at a sewer grating directly in front of him. Yes, of course. My name is Matthew Jameson. Nice to meet you. A pleasure. What are you doing out here on the street? Oh, bloody broad bother. I woke up this morning, you know, took my early trip to the loo, so I'm washing my hands and my wedding ring falls off. Right down the sink and disappears. That's a shame. And I went out with the lads last night. We had a few pints too many, and I didn't get some get home until late. So you know what the wife is going to think. I thought it
I might go down into the sewers and see if I could find it, but I hear dreadful things about the sewers. Perhaps I might be of assistance. Would you now? I'd be so appreciative. I don't at all savor the thought of tramping around in the sewers, mussing up my shoes. If you were to go down there and find the ring for me, I'd pay you 150 gold pieces. Wär's dann nicht billiger, dir einen neuen Ring zu kaufen für 150 Goldstücke, der genauso ausschaut wie der alte? dann. 150 Goldstücke ist nicht wenig. Splendid. I'll await your return then. Na gut. Dann werden wir vielleicht nicht mehr nach Schüler und Söhne suchen, sondern wir suchen nach einem Ring. Das schaut doch ganz gut aus. Und rein mit uns. Die Sewers of Tarent. Okay, was haben wir hier? Lass uns mal sehen. Also da geht's wieder raus. Da müssen wir nicht hin. Wir sind in einem Dungeon, nehme ich mal an. Ja, das heißt, wir sehen nichts. Oder wir wissen nichts. So, der hat uns einen neuen Auftrag gegeben. Ich würde mal sagen, der steht da hinten, ja. Mit etwas Glück ist es schon hier? Nö, natürlich nicht. Wir könnten eine Laterne in die Hand nehmen. Okay. Gut, hier ist es also gefährlich. Das heißt, wir bauen mal das da. Wir machen uns ein bisschen geschickter. Bevor wir weitergehen. Außerdem ziehen wir uns das da an. Damit können wir besser zaubern. Ah, wir sind fast schon im nächsten Level, sehe ich gerade. Brauchen echt nur noch ganz, ganz wenig. Vielleicht reicht schon die nächste Ratte. Oder die übernächste. Weiß ich nicht, wie viele Punkte man für Ratten kriegt. Auf jeden Fall sind wir da vom Strich und nur noch ganz knapp davon entfernt, im nächsten Level zu sein. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Noch mehr Mäuse. Dann. Na schauen. Nächstes Level. Ha, fake Ratte. Komm nur her. Zuerst mich angreifen und nachher ganz fake wegrennen. Das hätten wir schon gern. Ah, da hinten liegt was. Das ist aber schnell und einfach gegangen. Was haben wir da? Fancy Ring. Kann man uns nicht genau anschauen. Schade. Yes, wir können ein Level steigen. Charisma ist nicht schlecht, wenn wir raufgeben. Also das müssen wir auf jeden Fall irgendwann einmal in nächster Zeit machen. Aber das bringt jetzt nicht plus 1 zu den Followers. Wir sind jetzt Level 6. Wir brauchen das schon allein deswegen, weil wir auch Persuasion steigern wollen. Das ist schwierig. Perception raufgeben.
Werden wir irgendwie attraktiver für die Leute? Aber mir schon nicht. Oder na, Milie können wir nicht draufgeben. Also jetzt könnten wir rein theoretisch, weil wir über 12 sind, aber das heißt, wir müssen auch die Dexterity erhöhen im Endeffekt. Wir sollten alles machen. Wir haben keine Möglichkeit, dass wir das alles kriegen, was wir wollen. Oder wir lernen Vitality of Air, nein, Constitution. Das ist das Purity of Water, glaube ich, ist das erste, ja. Die Beauty erhöhen. Für die Stadt ist das ganz praktisch. Fire Lash. This spell creates a ball of superheated plasma, which streaks to the specific tile and explodes. Ein Feuerball also. Body of Fire, the spell emulates the target creature who gains fire resistance and extra fire damage with any unharmed attack. Unarmed, nicht unharmed. Oh, der Feuerelementar, das damit uns mitrennt. Oh, schlecht. Strength of Earth, das erhöht die Stärke. Tja, wir könnten natürlich auch Intelligenz 1 raufgeben. Intelligenz und Willpower brauchen wir auch. Gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Charisma, Dex. Call Fog. Wall of Ice. Ach, schwer zu sagen. Es wäre wirklich gut, wenn wir bald auf Charisma 12 kommen und damit dann noch einen Typen mitnehmen können. Es gibt da einige wirklich tolle Leute, die wir mitnehmen können und die ich mitnehmen will. Wahrscheinlich werde ich den Sog dann zurücklassen. Wir machen das Zeug. Sollen wir ihn gleich zurückbringen oder schauen wir uns noch ein bisschen um, was es hier noch so alles gibt. Wir werden dann später noch in andere Gebiete kommen. Der Kanalisation, jetzt in diesem ersten Auftrag, glaube ich, kommen wir noch nicht überall hin. Vorne sind noch mehr Ratten. Naja, besonders gut sind wir ja nicht im Treffen. Und 1, 2. Und der nächste bitte. Okay. Das war jetzt einfach. Gut, ich glaube an dieser Stelle werden wir aufhören. Vielleicht gehen wir nachher nochmal runter. Wir werden jetzt vielleicht nur den Ring zurückbringen. Das bringt uns noch einmal ein paar Erfahrungspunkte.
Schauen wir mal, ob er sich über den Ring freut. Na komm schon, es kann nicht so lange dauern, eine Leiter raufzusteigen. Guter Mann. Hello Matthew. Have you a moment? Of course. I found your ring. You give it to him. Yay, wonderful. Here's your money. You've really done me a favor. Here, looks like I won't be sleeping on the porch. I will be departing now. Gut. So, Ring sind wir wieder los. Dafür haben wir ein bisschen Geld. Um einiges mehr jetzt. Ausgezeichnet. Excellent. Wie? Das haben wir auch auf. Wie Mr. S nicht Mr. Smith, was Mr. Burns sagen würde. Und erfüllt. Das war mal ein einfacher Auftrag. So sollten sie alle sein. Gut, an dieser Stelle, Herrschaften, möchte ich mich gerne von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Ciao.